Josef Boyko ritt einen durchaus glänzenden Bolanos, ließ sich aber nie locken, nahm den immerhin schon 7-jährigen Wallach hinter einer kämpfenden Phalanx im richtigen Moment nach außen und erwischte genau den Punkt, ihn endgültig einzusetzen. Dawn Calling übernimmt das Kommando. Dahinter versucht sich jetzt Fiji zu verbessern. Bolanos kommt von weit hinten noch zügig in die Partie. Dawn Calling führt, außen dann Fiji. Und jetzt ist er da. Josef Boyko mit Bolanos an der Außenseite. Und er macht hier den vierten Treffer des Tages. Bolanos siegt. Eduardo Pedrosa wartete geduldig auf die sich bietende Lücke und stieß mit perfekter Unterstützung seines Partners Red Cardinal an der Innenseite durch. Vorne beginnt Adri de Vries mit der Arbeit auf Near England, Fields of Athenry. Hat er ein bisschen abschütteln können, Summerschein ist unverändert mit dabei. Ganz innen kommt Eddie Pedrosa jetzt mit Red Cardinal. 400 Meter sind es noch bis zum Ziel, in der Bahn mit den Near England voraus. Aber Red Cardinal wird stark, Summerschein dabei. Nearly caught im Endkampf, dahinter San Salvador auf dem Weg nach vorne mit San Marcia. Vorne aber, das ist innen der Endkampf mit Red Cardinal und Nearly caught. Eddie Pedrosa oder Evan Kirby, Red Cardinal und Nearly caught. Dann kommt San Salvador mit Near England, 100 Meter noch und er verabschiedet sich vorne. Red Cardinal mit Eddie Pedrosa. Außer von Nelicott und San Salvador. Eddie gewinnt auf Red Cardinal, soll die anderen von Nelicott. Nach einem Rennen vom letzten Platz hielt Alexander Pietsch Romantik pur in Dortmund lange zurück und konnte die kleine Lücke zwischen den Pferden zu einem beherzten Angriff zum Sieg nutzen. Außen Nadelwald dabei mit Martin Seidel. Atlantic Cup geht innen mit Eddie Pedrosa und Romantik Pur, dann mit Alex Peach im Einlauf. Ist das Feld und Shadow Chaser wird innen jetzt herangeführt an Be My Star, der sich wehrt. Dingo geht außen mit, ganz außen Nadelwald. Romantik Pur kommt innen Atlantic Cup. Shadow Chaser mit Dingo jetzt im Vorteil. Dahinter wird Nadelwald und innen Atlantic Cup wird stärker. Dingo hat Gesellschaft, Romantik Pur ist da. Nadelwald an der Außenseite zur Stelle. Die letzten Meter stehen an. Romantik Pur mit Dingo und Nadelwald an der Außenkante. Romantik Pur und Nadelwald. Romantik Pur wird gewinnen. Es war erst sein zweiter Ritt im deutschen Derby, doch Maxime Pecheur agierte auf Windstoß wie ein alter Hase. Auch wenn sich das Derby nicht wie geplant entwickelte, behielt der 26-Jährige die Nerven und kam in einem packenden Finish zum Zuge. Enjoy VJ, der kommt jetzt mit Andras Starke hier und er geht nach vorne. Promise of Peace, Sagas, Castano, Colomano, der setzt jetzt nach. Aber Enjoy VJ ist vorne, ganz an der Außenseite kommt Windstoß jetzt und noch weiter außen kommt Rosenpurpur. Enjoy VJ, Windstoß. Windstoß, außen Rosenpurpur mit Chanyo. Windstoß geht nach vorne. Windstoß mit Enjoy VJ an der Innenseite. Enjoy VJ, Windstoß außen. Maxi Pischer, Windstoß gewinnt das Derby. Auf La Cazar bewies Andras Starke einmal mehr, dass er besonders in den großen Rennen absolute Extraklasse ist. Nach einem perfekt vorgetragenen Ritt führte er die Adlerflugtochter zum Sieg im deutschen Stutenderby. Also Sky Full of Stars in den Schlussbogen hinein und damit gleich auf die letzten 400 Meter mit der Führung. Sky Full of Stars. Dahinter kommt jetzt die Favoritin. Wu Haida in der Bahnmitte. Megera setzt danach. Weiter innen sucht La Cazar die freie Bahn. Wu Haida ist vorn. Megera. La Cazar stößt innen durch. La Cazar wird stärker. Wu Haida und La Cazar. Außen Megera. Wu Haida aber ist noch vorn. Jetzt aber gestellt. Es ist La Cazar an der Innenseite und Megera, die außen nachsetzt. La Cazar oder Megera? La Cazar ist vorn. La Cazar mit Andras Starke gewinnt die Diana. Als die meisten schon mit Katsios Sieg im Quakenbrücker Seejagdrennen rechneten, schlug die Stunde von Sonja Daroszewski und Interior Minister. Als die Amazone merkte, dass Katsio förmlich stand und nicht mehr weiterkam, griff sie noch einmal an und kam zum Sieg. Katsio, Wutzelmann, Interior Minister. Katsio und jetzt kommt Interior Minister. Katsio, Interior Minister, aber Katsio wird hier gewinnen. Katsio und Interior Minister. Katsio und Interior Minister und Interior Minister gewinnt hier. Hier überließ Marc Lerner nichts dem Zufall. Gleich mit dem Öffnen der Boxen setzte man sich an die Spitze und sorgte für ordentlich Tempo, suchte außen den besseren Boden. Im Einlauf dann reagierte Alvina direkt auf die Hilfen und legte immer wieder zu.
Alvina mit Marc Lerner hat weiter das Kommando. Sante wird nach außen genommen, versucht anzugreifen, versucht dran zu bleiben. Sante in Angriffslaune, aber an der Spitze Alvina. Alvina ist vorne, dahinter versucht es jetzt innen Sante. Aber Alvina marschiert. Alvina mit Marc Lerner. Alvina, Alvina, wo bleiben die Gegner? Alvina an der Außenseite, weiter an der Spitze. Alvina kann sich lösen. Alvina mit Marc Lerner ist an der Spitze. Scheng dahinter mit Matautu. Alvina auf den letzten 100 Meter. Alvina, Alvina mit dem Kommando Henkrewe. Alvina und dahinter dann Matautu und Scheng. Aber Alvina gewinnt Startziel. Mit dem Außenseiter Veneto zeigte Alexander Pietsch einen taktisch ausgeklügelten Ritt, als er in der Gegenseite das bessere Geläuf wählte, sodass sein Pferd in der Zielgeraden noch genug Reserven hatte, um die Angriffe der Gegner abzuwehren. Veneto ist klar und deutlich vorne, es geht in den Einlauf hinein, vor Capitano, vor Devastar, vor Navarro Girl, die tut sich alles andere als leicht, Soundcheck wird geritten und Colomano versucht nachzusetzen, Veneto, jetzt wird er müde, Devastar greift an, Capitano an der Innenseite, Colomano hat einen meilenweiten Weg bis nach vorne, Veneto legt zu gegen Devastar in der Bahnmitte, Capitano an der Innenseite, die drei Pferde kämpfen, der Rest hat nichts mit der Siegentscheidung zu tun, Veneto ist vorne, vor Devastar, vor ihnen Capitano, Veneto, Veneto, jetzt sehen wir, warum er Champion war. Alexander Pietsch, ein Meisterritt, ein Glanzritt. Veneto gewinnt vor Devastar.